Hallo und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal. Ihr habt die Bilder vom Aufbau und teilweise auch vom Fertigprodukt gesehen. Vor euch steht Pantasi 85003, also eine Nummer niedriger als der Gaming-PC. Die Forest Cabin. Ihr habt die Anleitung schon gesehen, aber ich zeige sie hier nochmal. Jawohl, 85003, die Forest Cabin. Okay, Bilder von innen drin habt ihr gesehen. Es sind ungefähr knapp 2000 Teile. Pantasi macht da ja immer ein bisschen Geheimnis draus aus der Teileanzahl. Warum auch immer, egal. Aber es sollen so knapp um die 2000 Teile sein. Link zum Set mit Rabattcode unten in der Videobeschreibung. Es sind mehrere Links drin mit mehreren Codes. Guckt es euch an. Okay. In dem Fall könnt ihr euch auch denken, ich habe es nicht gekauft, ich habe es wirklich von Pantasi bekommen. Ich hoffe, ich gebe euch trotzdem meine ehrliche Meinung. Okay, auf der Packung steht schon All Printed, Pad Printed. Ihr habt die Bilder gesehen, wenn irgendwo was ist, alles ist bedruckt. Es ist hier wirklich kein einziger Aufkleber dabei. Wunderbar. Des Weiteren haben wir reine GoPrix-Steine.
Da machen sie momentan Werbung damit auf der Seite von der Verpackung. Und es ist natürlich für uns als Kunden sehr, sehr schön, sodass wir wissen, wir haben eine sehr gute Farbkonsistenz, eine sehr gute Haltekraft. Jawohl, okay. Von der Anleitung her ist es fast ein bisschen das langweiligste Pantasi-Set, ja, weil da gar nicht mal so viel am Anfang drin ist wie bei den anderen. Aber es ist ja auch, und ich glaube, es ist mein erstes Nicht-Lizenz-Pantasi-Set. Ich drehe es gleich nochmal komplett rum. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es das erste Set hier, was wir euch zeigen können, was keine Lizenz aus irgendeinem Bereich der Unterhaltung hat. Also von daher ist es für mich jetzt, glaube ich, echt was Besonderes. Alles andere waren Lizenzsets, oder? Wer es weiß, korrigiert mich, aber ich glaube wirklich alles, was wir der Gregor und ich vorgestellt haben, waren Lizenzsets. Okay, das erste Nicht-Lizenzset, dementsprechend ist wahrscheinlich auch eben der Anleitung nicht so viel zu schreiben. Vielleicht ist er deswegen so ein bisschen nüchterer und nüchterner, müsste es heißen. Gell? Und eine Sache fällt ein bisschen auf. Das ist auch das erste Mal, dass ich was zu bemängeln habe an der Anleitung bei Pantasi. Dunkelbraun und schwarz braucht er gutes Licht, um es zu unterscheiden zu können. Wenn es auf derselben Seite ist, guckt nochmal genau. Haltet zur Not eure Smartphone-Taschenlampe drüber. Es lohnt sich, dann seht ihr den Unterschied besser. Das erste Mal, dass mir das auffällt. Auch, glaube ich, weil das erste Mal ist das auf weißem Hintergrund drucken. Aber wer mehr weiß, soll mich bitte korrigieren. Okay, auf den Fotos habt ihr nicht alles genau gesehen. Ich habe bis zur Hälfte hier gesehen. Dann war nur noch der Baum, die Grillecke und der Eingang. So, also es ist von rundherum eigentlich ein schön anzusehendes Häuschen. Kann man nichts sagen. Das war klar, oder? Wenn er nichts abreißt, ist es kein Review vom Frank. Das gehört dazu. Okay. Ihr seht, ihr könnt theoretisch auch die Sachen hier rüber bauen. Dann drehen sie sich halt einmal um 180 Grad. Dann ist da vielleicht der Baum vorne oder sowas. Aber wir können es auch auf die andere Seite stecken. Am Anfang habe ich noch gedacht, oh, da ist ein Fehler drin. Ich hatte nicht gesehen, dass hier unten drunter am Eingang hier auch. Erst als ich jetzt, und ich hatte so einen dann hintereinander verbaut, obwohl es laut Anleitung hätte ein ohne PIN-Aufnahme sein sollen. Und der gehörte hier hin. Gott sei Dank musste man nur die grünen Platten unten abziehen. Dann konnte ich die Steine, weil sie beide unten sind, gerade austauschen. Und ich hatte schon gedacht, oh, das erste Mal, dass bei Pantasi falsche Steine oder fehlende Steine dabei sind. Nein, es war der dumme Frank, der hat nicht richtig geguckt. Okay, es sind 13 Bauabschnitte. Ihr habt die Fotos gesehen. Der Aufbau geht super gut durch. Bauzeit, boah, 3 Stunden. 3,5 Stunden ungefähr. Das lässt sich, nee, 4, kleinteilig. 4 Stunden war ich ungefähr beschäftigt. Lässt sich aber super gut durchbauen, ja, weil es einfach sehr gut durchdacht ist. Es sind jetzt keine ultra fancy Baulösungen dabei, also beim Haus sowieso nicht, das ist stabil und gut. Es sind nette Details überall dabei, in der Einrichtung, wie hier zum Beispiel die Bürste als Kaktus und so weiter, oder kleine Bauten wie der Grill da hinten hier, den man da aufmachen kann und das Grillgut drin hat. Das Würstchen ist es rausgefallen, da ist eigentlich noch ein Würstchen dabei. Bei dem Grill. Aha, jetzt reißt er hier noch den Briefkasten ab. Also da kommt eigentlich noch ein Würstchen rein. Ist im Lieferumfang enthalten, ist irgendwie flöten gegangen, sozusagen. Wurde gegessen, der Deutschländer, keine Ahnung. Und auch die Sandburg ist schön. Innen drin, ihr habt es gesehen, die Details. Es ist schön gemacht, es ist detailreich. Also von daher kann es jetzt mit den Modulars, ist kein Modular, aber ne, wenn man es so bezeichnet, vom großen Konkurrenten doch gut mithalten. Also da steht es in nichts nach. Auch da oben die Eiscreme finde ich recht schön. Also auch die Verwendung von Teilen erinnert manchmal dran, dass es wie wenn Lego gut drauf ist, dass wenn der Designer Spaß hat und vor allem die Firma nichts dagegen, dann kriegt man da ein echt gutes Produkt raus. Die Glasbausteine sind von guter Qualität. Da sind keine Kratzer drin, obwohl sie nicht einzeln eingepackt waren. Wir haben vorne eine Schiebetür und ihr habt sie gesehen, wir haben hinten eine Schiebetür. Seitlich haben wir natürlich nicht viel.
Ja, weil wir da auch keine Wände haben, sondern das Ganze könnt ihr hier einmal, das ist so eine Aufhängung und das kommt dann gerade so rein und dann stehen sich die Slopes genau gegenüber und dadurch, zack, hat das Ganze auch im Endeffekt, wenn ihr wollt, eine gute Bespielbarkeit. Und man kann es auch mit dem Modular vergleichen. Theoretisch könnte ich jetzt auch den oberen Stock abheben. Das ist hier auch gar kein Problem. Also man könnte sagen, es ist wie ein Modular. Schön ist, dass es dadurch, wenn man die Seitenteile abnimmt, wirklich gut bespielbar ist. Ja? Von beiden Seiten kommt man gut ran. Und wenn man jetzt nicht irgendwie ein Städtchen für die Kinder stehen hat oder so, wo es ins Raster passen muss, dann ist es ja auch wirklich ein tolles Haus zu einem guten Preis, mit dem die Kinder wirklich spielen können. Ja, finde ich jetzt. Der Tischkicker hier oben ist doch klasse. Ja, innen drin alles Nötige drin, Küche, Schlafzimmer, Fernseher. Witzig ist, finde ich, der arme Mann hier oder wer auch immer da wohnt, im Schlafzimmer oder am Arm, vielleicht gönnt das seiner Frau nicht, ich weiß nicht. Im Schlafzimmer hat er den Smart-TV und hier hat er so einen alten Röhren-TV, wer auch immer drin wohnt. Ne, scheint ja wohl nur eine Person zu sein, wir haben nur ein Bett oder zwei Personen und es ist ein Doppelbett, keine Ahnung. Okay, männlich-weiblich divers sucht. Ganz schön finde ich auch den angedeuteten Ventilator da oben mit den Skiteilen. Wir haben zwei Tiere, drei Tiere. Das scheint ein Chihuahua zu sein. Da oben haben wir noch eine Katze und hier haben wir noch einen Papagei. Kaffeemaschine, alles drin. Also wirklich ein schönes, detailreiches Gebäude mit einem außergewöhnlichen Look. Dadurch, dass die Teile da eben seitlich so runterhängen, hat es schon einen ganz, ganz außergewöhnlichen Look. Es baut sich dadurch auch komplett anders wie alle anderen Häuser. Es ist super durchdesignt, alles passt, sitzt, wackelt und hat keine Luft. Echt gut. Also, wem es gefällt, das ist das Einzige, was ich sagen könnte, okay, vielleicht gefällt das Haus jemandem nicht, der Style. Ja, das ist ja wie immer nicht meine Sache zu beurteilen. Ich bin nur da, um euch zu sagen, ja, mit einer Hand, das darf ich. Ich bin nur da, um euch zu sagen, ob das Haus sein Geld wert ist, ob es euch gefällt. Das Haus ist sein Geld wert, absolut. Es ist nicht günstig. Ich weiß, Pantasi hat jetzt nicht die Preise von diversen anderen wie G-Star oder sowas. Aber dafür habt auch eine einzigartige Firma irgendwo. Ich finde Pantasi schon einzigartig. Sie bringen einzigartige Sets in einer sehr, sehr guten Qualität immer. Man hat eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich was bemängeln konnte an einem Set jetzt hier von Pantasi, war eben dunkelbraun und schwarz. Ansonsten sind die von der Anleitung von den Teilen immer top. Und es ist immer das Design eigentlich, was bei Pantasi entscheidet. Und nicht, weil irgendwas fehlkonstruiert ist, die Teile schlecht sind, die Anleitung rotz ist oder sowas. Sondern es ist immer das Design, was entscheidet, ob man das Set kaufen kann oder nicht, weil der Rest ist immer gut. Und das ist auch hier so. Was ihr vielleicht noch wissen wollt, ne? Ich denke, das ist vielleicht noch mit entscheidend, kaufentscheidend vielleicht beim einen oder anderen. Also wir haben 30 cm in der vollen Breite und wir haben 20 cm in der, also nur das Haus, wenn ihr das Gestrüpp weglassen wolltet. Wir haben eine Tiefe von bis ganz vorne, würde ich sagen, 28 cm. Das Haus selber so 22,5. Also es ist ein bisschen tiefer. Als es breit ist. Und jetzt ist es natürlich blöd, ne, weil wir das Dach ja nicht drauf haben. Aber ich schätze mal, dass wir hier so beim Dach so ungefähr auch bei 25, zwischen 24 und 25 Zentimeter, weniger. Zwischen 23 und 24 Zentimeter in der Höhe. Ich schreibe es nochmal, oder ihr habt schon gesehen, ich mache noch ein schönes Set-Informations-Bildchen. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Hier mache ich es jetzt wegen den Maßen, ne? Dass ihr es genau wisst. Okay, ansonsten, ihr habt alles gesehen. Ja? Ich denke, es waren genug Bilder beim Aufbau dabei. Auch Segelschiffchen hier oben ist schön. Das Regal ist schön, wie es gebaut ist. Der Röhrenfernseher, wie gesagt, gefällt mir. Auch die Couch mit den Technikelementen hier als Armlehne, so als Rundung. Also
ich habe nichts zu meckern, außer die Kleinigkeit eben mit dunkelbraun und schwarz. Ansonsten scheitert es nur dran, ob euch das Set gefällt oder nicht. Habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal gesagt. Alla, fassen wir uns kurz. Ein tolles, tolles Set mit einem für Pantasi ein bisschen langweilig vielleicht ein bisschen, muss man sagen. Ja, also normal sind die Sets ein bisschen außergewöhnlicher und es beruht nicht auf einer Vorlage. Aber auch das finde ich schön, dass Pantasi da auch mal Fuß fasst in den normalen Sets. Weil ihre außergewöhnlichen Sets, ja, da kommt man auf Dauer natürlich nicht in den Massenmarkt mit rein. Und wenn man jetzt mal auf Sachen geht, die einfach sehr beliebt sind, wie Modulars oder Autos oder sowas, dann bietet man vielleicht neben den außergewöhnlichen Sets auch noch was an, mit dem man ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Geschäftszahlen von Pantasi nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf Dauer für die Firma sicherlich nicht schadet, eine Grundbasis an Sets zu haben, die jetzt nicht so außergewöhnlich sind, sodass immer was verkauft werden kann. Und dann eben noch diese ganz speziellen Sets, die sie anbieten, wie den Gaming-Computer oder den MSX-Computer mit Innenleben, den ich euch schon gezeigt habe, den Neo Geo-Automaten oder den Astro Boy und so weiter und so fort. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr noch Fragen, wollt ihr irgendwas Spezielles wissen, sagt mir Bescheid. Ansonsten, wer es wissen will, das Haus ist auch von mir wieder zu haben. Ihr wisst, ich brauche keine Sets mehr. Ich muss alles loswerden. Insofern, wer es haben will, schreibt mich an. Die E-Mail steht in der Kanalinfo. Vielen, vielen Dank, euer Frank. Bis bald. Bye, bye.